Yo Leute, was geht? Ketta und Crazy Zombie begrüßen euch zu Age of Empires 2 Staffel 2. Sollte zumindest so laufen und ja, denn lasst uns mal loslegen. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich bin Perser, du bist Kälte und wir haben nur einmal Hamachi installieren gemusst, um dieses Spiel zusammen zocken zu können. Ist das nicht schön? Und jetzt funktioniert es auch endlich mal. Amade. Chupur. Coole Sprache. Könnte ich schon fast mögen. Okay. Wenn es nicht persisch wäre. Ich glaube, wir können auch von vornherein so die Märkte bauen. Ja, ist das auch auf schnell gestellt? Warte. Das wird jetzt nicht wieder abkacken, versprochen, oder? Weiß gar nicht. Doch, es scheißt nicht ab. Das ist ja der pure Luxus gerade. Man muss sich ja schon fast darüber freuen. Ach, erinnerst du dich noch, wo wir World of War gespielt haben, Zombie-Modus, und dann haben wir dreimal, mussten wir neu starten, weil wir abgekackt sind in den ersten Runden. Ja, und wie ich mich daran erinnere. Ach, war wunderschön. Ich habe dieses üble Gefühl, dass wir hier auf Inseln spielen. Wieso? Weil ich meinen Reiter zu dir hingeschickt habe und der keine Ahnung hat, wie er zu dir kommen soll. Logik. Fuck. So. Ja toll, da hat er ja einen langen Weg, der Markt, ne? Ja. Ne, wir können auch über einen Seeweg, können wir auch handeln. Ist nur ein bisschen komplizierter, weil da viel gekämpft wird, sozusagen. Mühle muss ich bauen, genau. Mühle ist ganz wichtig. Und ganz, ganz viele Häuslis. Häuslis. 1, 2, 3. Damit es auch schön übersichtlich bleibt. So, bleibt mal so alles. Holz gehackt werden muss natürlich auch. Holzkacki-Macki. Kacki-Spacki. Mit Hacki. Freue ich mich. Und Hamachi. Genau. Mit Hacki und Hamachi. Das sind die besten Spielmodi. So, ich kann schon in Feudalzeit. Genau. Dann fange ich damit an. Von wegen hier irgendwelche Felder bauen und viele Leute ins Leben rufen und ihr wisst, was ich meine. So, ich kann eigentlich nur mal die Insel so ein bisschen umrunden. Ja, Tatsache, es sind Inseln. Ja, das erschien mir logisch, nachdem ich niemanden zu dir hinschicken konnte. Hätte ja sein können, dass ein Gegner noch drauf ist, aber das auch nicht. Nee, nee, es ist nicht mal ein starker Drachenlord oder so. So, 20 Leute kann ich immerhin schon mal ins Leben rufen. Das ist schon mal ganz nett. Und das Lustige ist ja untereinander, wenn die Schiffe an irgendwas vorbeifahren, was nicht aufgedeckt ist, dann decken die Küstenfische und sowas auf. Und die können dann automatisch eigentlich schon fast sich darum kümmern. Aber ich dachte schon, das Schaf wäre hier hängen geblieben. Ein hängen gebliebenes Schaf ist jetzt keine Seltenheit, aber... ja. Ja, danke. Kann dieser Text jetzt mal verschwinden? Ich würde gerne einen unbetouchten Screenshot machen. Hohoha. Ja, Fischkutter erschaffen. Danke. Text jetzt geht endlich weg. Den muss man doch irgendwie ausblenden können. 3, 2, 1. Jetzt. Screenshot. 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 Cool, ich habe ein Artefakt hier. Noch ein Artefakt. Ich habe ein Artefakt auf meiner Insel. Da kann man ja safe gewinnen. Wie viele Artefakte gibt's? 3? Manchmal so 10. Oder kommt immer drauf an. Damn it. 5, 10 oder so. Die Ecke. Ja, mal gucken, was hier noch so rumfliegt an Fischen. Fliegende Fische. Fliegende Fische. Große Fische. Oder mein Lieblingsfilm, große Fische, kleine Haie. Den kennt ja auch jeder mittlerweile. Mäh. Dauert das lange. Mal gucken. Speed war normal, genau. Speed war auf schnell, meine ich. Normal, schnell. Schnell, normal. Speed ist eine Droge. Genau. Und wisst ihr, um mit uns mitzuzocken, braucht ihr euch nur Hamachi runterzuladen. Ich hab nur Spaß gemacht. Tangel reicht völlig aus. So, jetzt muss ich's auch mal wieder bringen. Wir haben es gerade offline. Es wäre lustiger gewesen, hättest du eine kurze Pause dazwischen gemacht. Wir haben gerade offline eine Runde gequatscht über... Dings hier. Das könnte auch sein, dass es eine Art Team-Migration ist oder eine ähnliche Karte. Das soll so viel heißen wie... Integriert es sind euch. Größere Inseln eigentlich. Von denen wir aber noch nichts wussten. Mal gucken, Handelskoggen sollte man mittlerweile... Oh, oh. Ja, bei mir auf der Insel ist gerade ein Feind gesichtet worden. Bei meinem Dorf.
bei meinem Doof, Dorf. Das ich sind keine Dorf und du tust, was ich sag. So, erstmal 10 Dorfbewohner erschaffen, am besten Richtung Häuser. Schiff unbeschäftigt. Wieso? Da vorne sind Fische. Wie kann man denn da nicht checken, dass man irgendwas tun muss? Ist ja fast schon armselig. Das sind ja deine Schiffe. Ja, ja, ne? Da nimmt man das dann natürlich nicht so wirklich ernst. Die denken, ja, der kann das auch selbst. Genau. 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 So, den schicke ich auch nochmal durch das Dunkle und guck mal, was dabei rumkommt. Dunkle. Durch das dunkle Unbekannte. Das feuchte Dunkle. Es müsste mal irgendwen geben, der auf Star Wars so eine Parodie macht und daraus World Wars macht, so. Was wird dann, was kommt dann da, der dritte Weltkrieg? Keine Ahnung. World Wars. Mundzug der Hunde. Alles klar. Mund-zu-Mund-Beatmung. Arsch-zu-Mund-Beatmung. After-zu-Mund. Ja. After-zu-Mund-Beatmung. Jawohl. Ja, es sind Inseln, auf denen mehrere Spieler sind. Scheiße. Nee, bei mir nicht. Ich habe eine Insel für mich allein. Und wer willst du das denn wissen? Weil ich die ganze Insel ausgekundschaftet habe. Ja, ich habe den Rand noch nicht so ausgeforscht, aber meine ist wesentlich größer als eine normale Insel. Also yay, yeah, so, ich bin allein. Ich spiel's ja schon etwas länger. Wilson. Ach. Er ist der Größte. Nee, Newton. Ah! Oh, oh Gott, diese Serie, ne? Boah. Newton, nicht genug Holz. Ich brauche ein bisschen Holz. Aber ich krieg mal ein Holz. Ich krieg mein Holz vom Amt. Genau. Das Holz zahlt das Amt. Arno Dübel ist jetzt auf E-Zigarette umgestiegen. Den Strom zahlt das Amt. Genau. Der ist schlau. Das ist die richtige Einstellung. Den Strom zahlt das Amt. So, Gold reicht eigentlich auch noch gut aus. Ich werde jetzt erstmal Dorfbewohner ohne Ende. Ich handel jetzt mit dir. Kannst du gerne machen. Du weißt ja, wo mein Hafen ist. Jetzt weiß ich es. Wie viel Gold bekommen wir denn eigentlich pro Handel? Ich krieg gerade 17. 17, das ist nicht viel. Dann baue ich den Hafen mal ein bisschen weiter weg. Gleich. Also einen zweiten und dann kommt der erste. Dann irgendwie in Reserve oder so. Ich lasse jetzt erstmal Häuser bauen. Ja, die ganze Wirtschaft wird erstmal in sich zusammenbrechen irgendwann. Das passiert mal gerne öfters. Wenn du dann kein Holz mehr für die Felder hast, aber so viele Felder, dass du McDonald's ernähren könntest. Flammschiffe! Okay, also Verteidigung sollte man auch schon mal aufbauen, obwohl man gar keine Ressourcen hat. Sehr schön. Nicht genug Holz. Ja, das funktioniert ja schon mal super. Der hat 2 Galeeren, 2 Feuerschiffe, 3 Galeeren. Ja. Dein Handelsschiff ist bei mir zerstört angekommen. Also leicht zerstört. Ich baue schon mal einen Turm dahin. Man weiß ja nie. Ich baue auch gerade einen Turm. Kaserne, sollte man vielleicht auch irgendwann mal drüber nachdenken. Mir fehlt einfach das Holz. Ich habe Nahrung ganz okay, ne, aber Holz, boah, wenig. Ich mach mal am besten hier noch ein bisschen was auf. Und dieser komische Chinese oder was das ist, warte mal. Ne, Türken, Sultan, irgendwas. Ich dachte eigentlich, die Araber haben Sultane, nicht die Türken, aber naja. Habe ich mich wohl in der Geschichte ein bisschen geirrt. Na, Steine können wir auch erstmal noch ein bisschen hacken gehen. Und vor allen Dingen Holz hacken, das ist auch ganz wichtig. Ich schau mal ein Holz. Produktionsstau ist nicht so schön in dem Spiel. Oh, Modde. Hier ist auch noch Holz, das können wir auch noch hacken. Das meiste ist tatsächlich beim Dorfzentrum, also brauche ich eigentlich erstmal gar keine Holzfällerlager. Aber den Webstuhl sollte man entwickeln, ist auf jeden Fall eine wichtige Entwicklung. So, jetzt auf dem Wasser erstmal ein bisschen was. Kaserne ist ganz wichtig. Jetzt macht da. Meine Güte, die Alte, die lässt sich ja Zeit, ne? Steht da einfach blöd rum. Unfassbar.
So, ja. Oh, hier hat schon irgendwer hingeschossen, scheinbar. Na, das war wohl ein Landbewohner, der angeschossen wurde von meinem Schiff. Kann ja immer wieder passieren. Darf man nicht so übel nehmen. So, Felder brauche ich zwar auch, aber man darf es jetzt auch gleich nicht so übertreiben. Da fehlt noch Holz ohne Ende. Nur so ein bisschen halt. So, Ritterzeit ist es leider auch noch nicht weit genug für. Holz ist halt das Problem gerade ein bisschen. Aber sobald du eine Holzproduktion aufgebaut hast in dem Spiel, läuft es eigentlich immer super. Ja. So. Immer schön alles ein bisschen verteilen, dass nicht alles angegriffen wird auf einmal. Marktplatz am Wasser. Holzfäller. Ja, der kann da noch ein bisschen hacken gehen. Guck mal, ey, ich kann nicht auf den Hafen expandieren. Der hat zu viele Dinge. Mhm. Der, guck mal, der hat vier Feuerriemen. Fünf. Erweiterte Befehle, Hilfe abschalten. Ding. Statistik. Also du musst wirklich viele Schiffe bauen, weil sonst kommst du nicht klar. Die Statistik brauche ich eigentlich gar nicht. Ah, so ist besser. Ja. So, jetzt erstmal weg damit. Vorsicht, sie werden angegriffen. Ja, das war mir jetzt so klar, dass das passieren würde. Soll jetzt erstmal gut sein. Zack. Screenshot. Fertig. Perfekt. Da waren es nur noch drei. So, und in der Richtung hier könnte man auch nochmal ein Holzfällerlager aufschlagen. Da arbeiten dann auch wieder diverse Leute mit dran. Diverse Leute, die sonst nichts zu tun haben. Ah ja, jetzt könnte ich eigentlich schon in die Feudalzeit, das mache ich, Ritterzeit, das könnte ich eigentlich durchziehen. In weniger als 15 Minuten Ritterzeit, ist doch nicht schlecht. Für den Anfang. Danach ist natürlich ein bisschen schwach, aber naja. Wie das Schicksal so will, ne? Ja. So, da kommt das hin. Eine Schießanlage brauche ich eigentlich grundsätzlich nicht, aber es kann immer sein, dass man aus irgendeinem Grund dann doch nochmal Schützen benötigt. Ich brauchte welche, also ich meine, Wachtürme bräuchte ich. Brauchte ich. Schützenanlage baue ich eigentlich auch immer. Genauso wie Stähle für Notfall. Ja, Notfall halt, aber meistens braucht man es dann doch nicht. So. Man kann nie wissen. Ist aber auch gerade ein bisschen schwach, wie die sich gegenseitig die Schiffe da immer die Sachen klauen und ja. Die kommen auch gar nicht so richtig voran, habe ich so das Gefühl. So, ich werde dann gleich so ziemlich lossprinten. Ich mache mal gleich einen ganz kurzen Break, wenn ich nach der Folge fertig bin. Kurz einmal zum Handy rennen und meiner Oma mal eben eine Sprachnachricht schicken. Das sieht man dann aber nicht. Okay. Nicht, dass du dich wunderst, dass ich mal kurz wegrenne gleich. Jo. In ein paar Minuten. Hier sind sie noch am Hacken. Stein sind sie noch am Hacken. Ja, Ritterzeit erreicht. Ist erstmal schön hier Ressourcenentwicklung. So, das ist eigentlich immer das Wichtigste. Dass die Leute möglichst schnell neue Rohstoffe anschaffen. So, Schießanlage ist da. Eine Burg könnte ich als nächstes bauen. Und ich weiß sogar schon, wo mein Gegner ist. Der mich jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr angreift. Er hat Angst bekommen. Aber den werde ich jetzt erstmal schön mit einer Mauer einzäunen gleich. So. Kann ich wirklich nur so wenig? Nee, ich kann mehr. Ich kann wesentlich mehr Leute erschaffen. Und am besten dann direkt dem Typen noch eine Burg ins Gesicht klatschen. So, genau hier muss ich die Trennlinie ziehen. Auf diesem kleinen Stückchen. Das sollte jetzt erstmal genügen. Großer Marlin. Ich denke immer an Merlin. Meinst ja, du? Ja, erstmal an Merlin und dann an Marlin, den Vater von Nemo. Hast du schon eine Dory gesehen? Mhm. Ich nicht. Gesehen, ja. Genossen ist was anderes. Nein, Spaß, der Film war gut. Konnte Nein. man sich geben. Ich find's okay. irgendwie schade, dass ich kein Kind mehr bin. Das ist so dieses, du bist ein Kind gewesen, als der erste Film rausgekommen ist, so dieses Gefühl. Aber als der zweite Teil rausgekommen ist, bist du ein Erwachsener und dann trifft's dich einfach nicht mehr so. Ja.
Also ging mir jetzt jedenfalls ähnlich. Wie beschrieben halt. So, jetzt kommt eine Kirche gleich noch dazu, aber mal gucken, vielleicht wird vorher noch eine ausgespuckt. Na bitte. Kirche und Universität. Die Wissenschaft und die Religion. Das ist irgendwie komisch. Die Ritterzeit ist tatsächlich, du siehst ja, Wissenschaft und Religion, das sind eigentlich zwei Gegensätze. Hm. Wenn man so will. Die eine Sache ist der Glaube, der andere ist das Wissen. Und beides kommt zufällig in der Ritterzeit zusammen. So, jetzt baue ich die. Sieht jetzt auch nicht gerade schön aus. Man kann eigentlich nicht wirklich schöne Städte bauen bei Age of Empires, wenn man Warum so will. Kann ich als Kelte Kamelreiter bauen? Alle Technologien frei, habe ich eingestellt. Ah. Jeder darf alles verwenden. So. Also alles, was es halt sonst nicht gäbe, wenn du jetzt. Ja. Ja, ein bisschen. Ein bisschen Glück, ein bisschen Frieden. Ja gut, aber das sehen wir im nächsten Part. Also, bis zur nächsten Folge. Haut's rein. Ciao. Ciao.